Ah, Ujika, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich wollte... Wie schön, dich zu sehen. Bitte, sag das nächste Mal etwas. Du kannst mich doch nicht so überrumpeln. Nett, dass du fragst. Wir sortieren gerade Protokolle und Schriften zu früheren Studien, damit die Organisation ihre Arbeit bald wieder aufnehmen kann. Dabei haben wir sowohl Unterlagen aus dem Numenon als auch von der Insel Wahl zusammengetragen. Nun müssen sie nur noch ausgewertet werden. Allerdings haben wir damit gerade erst begonnen. Ich fürchte, Geduld ist die Tugend der Stunde. Aber du bist doch sicherlich auch nicht ohne Grund hier. Die Schatzkammer von Al-Sadal, dem Dritten. Du suchst hier also eine Gruppe zusammen, um diese versunkenen Ruinen zu erkunden? Nur zu gerne würde ich mich dir anschließen, aber ich habe just eine andere Anfrage erhalten. Und wie es der Zufall so will, wollte ich dich sowieso um deine Meinung dazu bitten. Allerdings ist das keineswegs dringlich. Lass dich doch einfach bei mir blicken, wenn deine Expedition abgeschlossen ist, ja? Und Schriften sortieren kann ich auch alleine. Geh nur mit, Raha. Wirklich? Bist du dir sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Natürlich erwarte ich, dass auch du zu mir zurückkehrst, sobald ihr beiden fertig seid. Dann bestreiten wir also schon unser nächstes großes Abenteuer. Hast du den Rest der Schatzjäger bereits rekrutiert? Dann schlage ich vor, Ishtola zu fragen. Nach der Auflösung des Bundes hatte sie sich in die Gubal-Bibliothek zurückgezogen und suchte dort verbissen nach einem Weg in den ersten Splitter. Erfolglos scheinbar. Daher kam sie vor wenigen Tagen nach Shalayan, um sich den Büchern des Numenons zuzuwenden. Wenn Al-Sadal der Dritte tatsächlich heil von einer anderen Welt wiedergekehrt ist, könnte seine Geschichte wichtige Hinweise für ihr Vorhaben liefern. Schön. Suchen wir sie umgehend auf. Einen Moment noch. Bitte sprecht auch mit Uriangé.
Er bat mich als Repräsentantin der Gelehrten um Schriften und Dokumente, die sich mit Schatzkammern befassen. Die Luporit haben um Veranschaulichungen unserer Bauwerke gebeten, um ihren eigenen Entwurf entsprechend anzupassen. Orion G. würde es also sicherlich helfen, ein solches Bauwerk mit eigenen Augen zu sehen. Wohl wahr. Abbilder und Beschreibungen werden der Wirklichkeit nur selten gerecht. Erst zu Ishtola also, dann zu Orion G. Viel Erfolg mit eurem Abenteuer. Gebt auf euch Acht, ja? Und vergesst in all dem Trubel bitte nicht mein bescheidenes Anliegen. Auf zum Numenon! Ishtola über ihrer Forschungslektüre schlafen zu sehen, das hätte ich nun wirklich nicht für möglich gehalten. Eingenickt? Wie lange seid ihr schon hier? Schwindelst du mich auch nicht an? Seit drei Tagen schon sitze ich hier. Ich war so in meine Forschung vertieft, dass mir das Schlafen dabei wohl entfallen ist. Wie ihr wisst, zersplitterte Heidelin die Welt in 14 Teile. Und ich suche nunmehr nach einer Methode, von unserer Welt in die Splitter zu reisen.
Ich habe jedes Buch gelesen, das ich in die Finger bekommen konnte. Bin jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen. Bisher ohne Erfolg. Ich werde einen Weg finden. Das habe ich versprochen. Allerdings sieht es nicht so aus, als könnte ich mein Versprechen halten. Kopf hoch, Istola. Die Technologie des Kristallturms, die eure Reise ermöglichte, war ein Werk von Generationen. Ein derartiges Problem löst sich nicht über Nacht. Sehe ich etwa so aus, als würde ich aufgeben, Raha? Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Nichts ist belebender als eine Herausforderung. Ich erinnere mich ja fast an mein jüngeres Selbst. Dich kriegt wirklich nichts klein, was? Also, was führt euch illustre Gesellen zu mir? Al-Sadal? Ja, der Name ist mir in Razatan mehrfach begegnet. Dass einer seiner Nachkommen zwischen den Welten gereist sein soll, ist mir jedoch neu. Wenn diese Geschichte wahr ist, könnte sie uns den entscheidenden Hinweis liefern. Also machen wir uns auf, das nächste fundamentale Mysterium unserer Welt zu ergründen. Ich danke für die Einladung, Freunde. Nun denn, wie gedenken wir, zu dieser Schatzkammer zu gelangen? Mit einem Schiff von Akyali aus. Aber zuerst wollten wir Oriangee aufsuchen. Ich vermute, wir finden ihn in Taumaseen. Gut, genug geschlafen. Nichts wie los. Ah, wie schön, dich wohl aufzusehen. Und so legt unsere Heldin ihre Würden ab und wandelt leichten Schrittes auf alten Pfaden. Ich habe bereits vernommen, dass du dich deiner alten Profession besinnst und dich wieder gänzlich dem Abenteuer widmest. Zu freundlich. Ein Kompliment, das ich erwidern kann. Lange habe ich dich nicht so gelöst erlebt. Wie steht es um dich? Womit hast du dich seit der Auflösung des Bundes beschäftigt? Ich und Tancred bereisten allerlei Länder und Regionen, um uns ein Bild der Lage zu machen. Bis mich eine Nachricht der Loporit erreichte.
Verständlicherweise fragen sie sich, was aus dem Mond werden soll, nun, da keine Flucht mehr vonnöten ist. Hauptsächlich berät sie dazu der Rat der Philosophen. Doch auch mich baten sie um Hilfe. Daher bin ich vor meinem Reisegefährten nach Shalayan zurückgekehrt. Aber wie kommen Sie dann auf Schatzkammern? Das klingt nicht gerade nach einer Idee des Rats. Krile hat euch bereits von meinem kleinen Dilemma erzählt. Nun, unseren lunaren Freunden ist wohl zu Ohren gekommen, dass die Schatzsuche unter Abenteurern ein äußerst beliebter Zeitvertreib ist. Daher haben sie es sich in den Kopf gesetzt, auf ihrem Mond eine massive Schatzkammer zu errichten, um allerlei Glücksritter anzuziehen, zur Unterhaltung. Sie meinen es gut und ich konnte ihre Bitte nicht ausschlagen. Aber sagt, was führt euch zu mir? Ich verstehe. Ein verlockendes Angebot, das muss ich zugeben. Es wäre mir eine Ehre, mich eurem Vorhaben anschließen zu dürfen. Wie lange mag es her sein? Das letzte wahre Abenteuer. Frei von der Last der Pflicht und den verworrenen Fäden des Schicksals. Eine Freiheit, die wir wohl auch dem Bund der Morgenröte zu verdanken haben. Ohne ihn würde sie gar anders schmecken. Mit Estinien sind wir nun zu fünft. Das muss auch genügen, fürchte ich. Wer weiß, welche Fallen uns in Al-Sadals Schatzkammer erwarten. Eine zu große Gruppe würde unser Vorhaben nur erschweren. Und alle Rollen sind bestens verteilt, nicht wahr? Machen wir uns auf den Weg. Gerade wollte ich Hallo sagen, da seid ihr auch schon auf dem Sprung. Ah, Tankred. Hast du alles abgeschlossen, was du zu erledigen suchtest? Mehr oder weniger. Ich wollte meinen alten Mentor besuchen, während du mit den Loporit beschäftigt bist. Aber leider habe ich ihn nicht erwischt. Aber auch nur, weil ich auf herkömmliche Weise gereist bin, ganz ohne diesen neuartigen Ätheriten. Der und seine Nebenwirkung kann mir gern gestohlen bleiben. Wir haben uns in Ilsabad umgesehen, so gut es eben ging. Leider geht es dort aber nach wie vor recht chaotisch zu. Unter dem Himmel der Apokalypse hielt man zusammen, aber jetzt, da es kein alles bedrohendes Unheil mehr gibt, sieht die Lage leider anders aus. Diese Zustände dürfen keinesfalls Überhand nehmen, also werde ich ein waches Auge auf den Kontinent halten. Aber was genau hat eure kleine Versammlung denn zu bedeuten? So, versunkene Ruinen also. Was sagst du, o weiser Uriangé? Das klingt genauso mysteriös und alt, wie du es am liebsten hast, nicht wahr? Ich bitte dich, Tankred. Ich handle hierbei gänzlich im Interesse der Loporit. Na, mit Estinien an eurer Seite ist für Geleitschutz ja bestens gesorgt. Ich stünde dabei nur im Weg. Oh je, Tankred, bitte schließe dich doch an, ehe du in Einsamkeit vergehst. Unsere Hexe. Da lösen wir den Bund schon auf und deinen Spott werde ich trotzdem nicht los. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber
Es darf nicht so aussehen, als würde der Bund der Morgenröte wieder eine Mission verfolgen. Das könnte die Leute unnötig nervös machen. Außerdem bin ich gerne allein unterwegs, das wisst ihr doch. Und der ferne Osten ruft. Aber denkt an den alten Tankred, wenn ihr auf etwas Spannendes stoßt, ja? Also dann, viel Erfolg. Estinien erwartet uns in Akiali, korrekt? Machen wir uns auf den Weg.